Hat auch 3 Punkt. Motor, da steht nichts. Sieht aber so aus. Vorne ist nichts dran, oder? Das ist immer so schwierig zu erkennen, was der kann und was der nicht kann, ne? Last geschaltet. Moment, da wollte ich ja drauf achten. Gottes Willen, ich muss einen Automatik haben. Aber ich glaube, Automatik gibt es bei der Größe gar nicht mehr. 40 fährt der nur. Das ist ein bisschen lahm, oder? Ich glaube nicht, dass das ist, was ich haben will. Wie schnell war der denn? Auch Last geschaltet? Der fährt noch langsamer. Ja. Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Landwirtschaftssimulator 22 hier bei uns im Niemandsland. Ja, der Whisky hat auch schon wieder Kreislaufprobleme. Ich habe mal nichts vorbereitet. Das machen wir diesmal zusammen. Und zwar sind das so kleine Dinge, die ich oft oder sonst meistens gemacht habe, bevor ich eine Aufnahme gestartet habe. Ist eine neue Aufnahmesession. Heute mache ich das hier am 9.9. Ist ein Samstag mit Bombenwetter draußen. In der Realität, wir haben ja jetzt hier endlich mal Sommer gekriegt, seit ein paar Tagen. Deswegen bin ich auch ein bisschen spät dran mit der Produktion. Ich war draußen in der Sonne, Vitamin D tanken. So, wir hatten aufgehört beim letzten Mal, als wir mit dem Zetor, der dürfte da noch stehen, ne? Als wir mit dem Zetor da die Paletten weggeholt haben, weil uns der Steyr in Stich gelassen hat. Die Gangschaltung, das Getriebe macht immer wieder Schwierigkeiten. Da hatte ich irgend so eine Billigproduktion. Hier waren wir zum Schluss. Und jetzt mache ich die Dinge, die ich sonst eigentlich vor so einer Aufnahme immer gestartet habe, wenn ich zwischendurch gespeichert habe, weil die Helfer und so, alles friert ja ein dann. Das muss man dann neu starten. Hier steht dieses Ungetüm. Soll ich jetzt mal kurz gucken, ob wir denn jetzt rückwärts fahren können? Da hast du das gesehen! Da hat sie geschaltet. Ich fahre mal. Vorwärts. Ah, jetzt sind wir einmal drin. Jetzt holen wir den nach Hause. Also da bin ich kurz davor, das Ding zu verticken. Ehrlich. Das nervt. Aber ich habe ja noch mehr von denen, die da manchmal so Schwierigkeiten machen, ne? Aber schön sauber ist er. Also viel gerostet hat er nicht in den 10 Tagen, die er da jetzt stand. Also reale Tage. Ingame ja eigentlich nichts. Ingame ist immer noch der 1. Juli, der Sommer ist endlos. Na, da sind wir schon rechts hinten, da stehen sie alle still, da ist die Zeit eingefroren. Und das müssen wir jetzt natürlich erstmal wieder in Gang bringen. Also notfalls Spiel speichern, neu starten kann helfen. Ne? Ich habe ja aber nicht nur das gemacht, ich habe ja in der Zwischenzeit auch hier mein Lenkrad ausgestöpselt gehabt, ich habe ja andere Videos gemacht. Die letzte Folge ist ja entstanden, kurz bevor ich überhaupt Kenntnis von Sunken Land bekommen habe. Nämlich am 30. habe ich hier die letzten Aufnahmen gemacht. Und am 31. bin ich über dieses Spiel gestolpert, was mir viel Spaß macht übrigens. So, jetzt wollen wir den mal hier parken. So, ich muss erst mal wieder gucken, was haben wir denn gemacht und wo sind wir überhaupt und wie steht's? So, üt. Also, gehen wir mal durch. Den fahren wir gleich weg. Hier. Der ist natürlich auch eingefroren. Ich wollte gerade umdrehen. Machen wir hier so eine kleine Schleife. Da ist ja gar nicht mehr viel zu tun. Der ist ja schon bald fertig hier mit der Flügeritis. Ne? Und Reparatur und Tankstand sieht gut aus. Mache ich das so rum oder eigentlich eher andersrum? Ich glaube, den würde ich eher umdrehen. Geht das mit B, ne? Ach guck, der hat den so. Ne, dann machen wir das andersrum, oder? Ich weiß das nicht genau, wie der Helfer das machen würde. Ich glaube allerdings, dass das so am besten ist. So. Hier geht das so herrlich mit dem Schalten, so wie sich das gehören tut. So, ich glaube, hier mit einem Rad auf das Geflügte müsste eigentlich gut sein. Na? Ah ja. Und mach. Wir wollten Saatgut verkaufen, da hatte ich mir überlegt, wie man das denn am besten machen kann. Den brauchen wir wohl noch nicht. Ja, den müssen wir auch wieder anschubsen. Runter, was hat er? 18%. Oh ja. Und los. Bisschen gerade. Ah, der war nicht an. Oh, rückwärts fahren. Rückwärts fahren ist so eine Sache, ne? Ja.
ist mir aber hoffentlich, denke ich mal, fast beinahe gelungen. Einschalten. So, jetzt aber. Und los. Läuft auch wieder. Dann haben wir die Gerätschaften hier am Start. Dann sind wir einmal durch, oder? Hier wieder. Der muss weg. Ich liebe diesen Trecker. Kann ich nur mal wieder wiederholen. Der hat es irgendwie. Der ist so nostalgisch wie eine Watt. Der müsste jetzt so in so einem dunkelgrün sein und so total abgeranzt aussehen. Dann wäre das noch besser. Oder? Man könnte den ja mal viel benutzen und dann nicht mehr sauber machen, bis der dann irgendwann so aussieht. Wäre doch mal ein Projekt, oder? Das Einzige, was mich daran stört, ist, dass man müsste den viel benutzen. Das nicht reparieren und nicht sauber machen, finde ich nicht so schlimm. So, dann stellen wir den hier ab. Der steht hier gut. Lass für einen Trecker dran. Nee, komm, das war jetzt auch nur, war ja auch nur, ne? So. Den bringen wir wieder in die Halle. Da hatten wir ja diese Gülle-Lösung gemacht. Mit Friedhelms Hilfe, Gott sei Dank. Offenbar eine gute Lösung. Schauen wir uns das mal da noch in Ruhe an. So. 3,8 Millionen auf Uhr. Herrlich, ne? Lang genug haben wir mit den kleinen Beträgen rumgekrebselt, aber jetzt scheint das ganz gut zu funktionieren. Ne, hier muss ich ja auch so schalten. Mach jetzt nicht so einen Ärger. Oh, das wäre jetzt so weit. Ich hätte den hier eiskalt stehen lassen. Das ist übrigens Vollgas rückwärts fahren. Schneller fährt er nicht rückwärts. Ich mache jetzt mal lieber den Vorwärtsgang rein. So. Und gut ist. Dann sind wir wieder hier. Die Frage ist, ob ich mit den großen Anhängern Saatgut holen könnte. Dann könnte man mit dem LKW Saatgut verticken, weil wir haben ja eine ganze Menge da hinten drin und die Produktion ist ja auch gestoppt, weil voll ist, ne? Pass auf, wir versuchen das mal. Saatgut. Ob das hier in den 3 in 1 geht, das müssen wir einfach mal ausprobieren. Letztes Mal hatten wir ja dieses Problem, dass der Steier dann den Vorwärtsgang nicht mehr reinkriegen wollte. Machen wir erstmal auf. So. Und, muss die andere Seite fahren, dass wir den Zetor geholt haben. Ja, ich in dem Moment bin ich manchmal ratlos und ich ärgere mich auch, wenn das nicht rund läuft, andersrum. Ich habe mal so drüber nachgedacht, ist das doch ganz prima. Denn wenn das immer alles rund laufen würde, dann wäre das auch irgendwo langweilig, oder? So ein paar Dinge, die einen zu Improvisation und spontanen Überlegungen zwingen, gehören einfach dazu. Wenn das nicht so schlimm ist, dass das irgendwie richtig fies und ärgerlich wird. Fortwärts, vorwärts. Er hat ja auch diese beknackte Schaltung hier. So, ich weiß gar nicht. Kann auch sein, dass ich das schon mal so weit ausprobiert hatte und das vergessen habe, wie das ausgegangen ist. Ob das damit geht. Ich werde jetzt mal versuchen, Saatgut hiermit aufzuladen. Und das dann beim Rewe, glaube ich, ist der Preis am besten. Kann man gut verkaufen da. Ne? Ich gucke noch mal, bevor wir das machen, nach dem Preis. Da dann verticken. Ich bin ja geldgierig, ne? Wir wollen ja auch demnächst mal gucken, dass wir neue Hallen kriegen, schöne. Da muss ich mir nochmal das eine oder andere Mod angucken. Ich habe da auch wieder so das eine oder andere empfohlen bekommen. Und wir wollen ja hier auch Bakersfield weiter ausbauen. Ganz klar. So. Also, erstmal gucken wir nach den Daten. So, also, ausgestiegen. Hier gucken wir jetzt mal eben rein. Saatgut. 800.000 Liter. Das ist richtig viel. Wenn man das kauft, wie viel kriegt man eigentlich dafür? Also, das werden wir jetzt mal ganz kurz vergleichen. 800.000 Liter haben wir. Wenn ich jetzt in den Laden gehe, war doch, glaube ich, hier, ne? Nehmen wir mal die hier, der ist am günstigsten. Saatgut, 800 Euro für 1.000 Liter. 800 Euro für 1.000 Liter, okay. Und jetzt gucke ich hier, Saatgut. Na, wo ist es? Ich rausch da ja jedes Mal dran vorbei. Nochmal. Da.
Hier haben wir auch noch was drin, siehst du? Das ist jetzt Preise immer für 1000 Liter. Guck mal hier. 800 Euro für 1000 Liter und hier gibt's, also das kann ich alles so verticken. Das ist eigentlich fast dasselbe bei Rewe, ne? Die kauft ja nichts, das bin ich ja selbst. Komisch, dass das hier so aufgeführt ist. Das müsste doch zu wenigstens ausgegraut sein oder irgendwas, wenn ich hier alleine spiele. Also 2277, das ist fast das Dreifache. Gut. Jetzt müssen wir gucken, ob wir das hier aufladen können. Ansonsten müssen wir sehen, auf welche Art und Weise wir das da hinkriegen. Ich hatte da schon mal mitgefummelt. Ich habe das total vergessen. Oder ich müsste jetzt akribisch versuchen, rauszufinden, in welcher Folge das war. Aber das geht. Guck mal. Wie viel geht da rein? Viel. Ob das mit dem anderen LKW-Anhänger auch geht, mit dem doppelten? Könnte, ne? Aber ist eigentlich egal. Für die paar Meter bis da vorne hin ist das eigentlich Wurst. Ich einmal mehr oder weniger fahren muss. Und mir geht auch richtig viel rein. 30.000 Liter sind schon drin. 40.000, das wären dann 20 Fuhren. Ich werde jetzt ein bisschen was fahren, also guck dir das an. Fast 60.000 Liter. So, wir kriegen über 2. Boah, gibt das Kohle. Werden wir jetzt mal erstmal ein bisschen Geld verdienen hier, ne? Ich muss nur bedenken, dass ich darauf achte, wenn der Steinesammler da stehen bleibt, dass wir uns da auch drum kümmern, ne? So. Und jetzt rollt der Rubel. Und nicht zu knapp. Ach, der kippt so hoch. Okay. Da kriegen wir doch die 4 wieder, oder? Na? Könnte knapp werden. Nee, wird nicht. Ja. Aber beim nächsten Mal. 135.000 Taler für eine Füllung. Ja, ist doch Bombe, oder? Uiuiui, das ist aber hier mit so einer großen Karre doch schon ein bisschen eng. Passt das? Ja, das passt. Ach ja. Saatgutproduktion lohnt, würde ich sagen. Aber ich glaube, die Saatgutproduktion ist auch schon ein bisschen was mit Zeug verbunden. Ich gucke da mal eben rein, was wir denn dafür brauchen, während wir den hier auffüllen. So. Ich steige immer gerne aus, dann ziehe ich meine Arbeitshandschuhe aus und quatsche ein bisschen hier mit dem Geschäftsführer oder mit dem Leiter hier und dann ein bisschen sappeln. Das ist dann zum Beispiel, kriege ich Informationen raus wie diese hier. Nein, ich wollte hier drücken. So. Saatgut. Da. Wir brauchen dafür Mineraldünger, Gerste und Wasser. Mineraldünger haben wir nicht mehr viel. Dafür brauchen wir Mist, Gülle, boah. Mist, Gülle, das ist doch diese Gärreste, Stroh. Aha, also Mist, Gülle, Gärreste, Stroh. Wasser, Gülle. Mist ist wenig. Gülle ist ganz okay. Gülle haben wir ja noch einiges da hinten, ne? Stroh ist okay, also Mist müssten wir reintun. Damit wir da dann auch wieder weitermachen können, dann wird der Mineraldünger wieder aufgefüllt. Pass mal auf, hier diese Saatgutproduktion ist inaktiv. Ist auch richtig im Moment erstmal. Hier, der geht weiter, ne? Ja, da ist aber der Mist auch bald dann aufgebraucht. Gärreste ist auch fast weg. Oh, da müssen wir auch dran. Ja, gut. Dann würde ich sagen, wir machen mal für den Anfang allein auch, um Platz zu machen, mal so 4 Fuhren, oder? 4 erstmal. Ja. Oder 5. Ich will jetzt auch nicht die ganze Folge hier nur das Zeug wegfahren. So. Gucken wir in der Zeit. Siehst du, der steht schon. Ich hab's befürchtet. So. Wo müssen wir hin? Wo steht er denn? Da oben. Okay. Diese lahmarschige Karre hier. Ich bin wirklich nicht so begeistert von dem Trecker. Der ist langsam und der hat so einen klobigen Radstand. Der hat so einen blöden Wendekreis. Das ist irgendwie oll.
Der kann ich mir am ehesten vorstellen, dass ich den austausche gegen einen besseren Trecker. Das könnte man einfach mal eisenhart machen. Aber dann ist das ganze viel Geld schon erstmal wieder raus. Aber das wäre dann ein Projekt für heute, oder? Trecker kaufen hätte ich Bock drauf. So Geld raushauen. So Sachen machen, die man in der Realität nicht einfach so machen kann. So. Siehste. Und so langsam. So, dann fahre ich den jetzt mal hier so hin und lasse den hier stehen. Steht da gut. Vielleicht machen wir das. Wenn wir dann das Stein, die Steine wegbringen, fahren wir vielleicht und holen einen neuen Trecker dafür. Mal gucken. Ich will noch mal ein Momentchen auf mich einwirken lassen. Guck mal, da hinten der Flüger, der ist auch bald durch. So. Hier sind wir fertig. Zweite Runde fertig. Pass mal auf, wenn ich hier jetzt ein bisschen eng fahre, komme ich auch hier rum. Dann muss ich da nicht um die Molkerei rumtouren, ne? Da muss ich nicht. So. Was ist eigentlich noch zu ernten? Sorghum hier, sie ist noch dran jetzt im Spätsommer. Und die Waumbolle, das erste Mal. Kommt aber, glaube ich, erst im Herbst, ne? Im Oktober oder so. Ach ja. Habt ihr eigentlich was gemerkt? So von wegen bildruhig, Bildqualität, weil ich nehme nämlich jetzt mit 30 FPS auf und render auch mit 30 FPS. Ich habe früher mit 36 FPS aufgenommen und dann auf 30 gerendert. Ja, dann so Unterschiede, das ist nicht so toll. Ich denke mal, das ist so besser, ne? Auch für die Ressourcen für meinen Rechner, der macht da. Da viel angenehmer mit. Ich muss immer so ein bisschen schmunzeln, wenn ich dann so Leute sehe, oh, scheiße, ich habe nur 60 FPS. Das siehst du doch sowieso nicht. Ich habe erst vor kurzem noch eine Dokumentation gesehen. Da stand also, dass man Bildwiederholfrequenzen erst, also bis 25 Bilder pro Sekunde kann man sehen. Mehr nicht. Deswegen hat ja auch ne, Video, dieses alte VHS und Fernsehbild, die haben so 24, 25 Bilder pro Sekunde. Bilder, die man dazwischen machen würde, die kürzer sind, sieht man allenfalls unbewusst. Da gab es ja mal vor einer längeren Zeit, dass man mit Trick im Kino die Leute, ich sag mal, unbewusst manipuliert hat. Zum Beispiel hat man irgendwann im Film für eine 40. Millisekunde oder so, oder für 40 Millisekunden eine Dose Cola gezeigt oder ein Glas Cola. Richtig schön Coca-Cola mit einem Glas gekühlt, außen beschlagen, ne? So dieses klassische, richtig schön erfrischende Getränkbild. Aber nur 40 Millisekunden, das heißt also bewusst oder noch kürzer, hat man das gar nicht gesehen. Aber unterbewusst. Und die haben da so Proben gemacht, haben also zwei Gruppen von Leuten den Film gezeigt. Einmal mit diesem Bild zwischendurch drin und einmal ohne. Und die Leute, das hat man mehrmals wiederholt natürlich, die Leute, die in dem Kino saßen, wo dieses Bild gezeigt wurde, was die natürlich bewusst gar nicht gesehen haben, haben deutlich mehr Cola gekauft, als dann der Verkaufswagen reinkam. Ne? Das war dann so gemacht worden, irgendwie in der Vorschau war normale Werbung über Hotels, über eine Versicherung und irgendwo so patsch, wurde dieses Bild reingeknallt, was keiner gesehen hat, weil er zu kurz war. Und dann kamen sie im Verkaufswagen rein. Eis, Chips, Coca-Cola und schwupps haben die Leute Cola gekauft wie die Verrückten. Die haben das nicht gemerkt, dass sie das Bild gesehen haben. Ist inzwischen verboten, wurde früher mal gemacht. Aber daran kann man sehen, dass also eine FPS-Zahl von mehr als 30, sag mal, ne, um ein bisschen Sicherheit zu haben, eigentlich gar nicht notwendig ist. Wie kommt es also, dass man ein Spiel spielt mit 60 FPS und es trotzdem ruckelt? Ja, wenn die 60 FPS gehalten werden, aber das Spiel nicht hinterherkommt, dann zeigt, so stelle ich mir das vor, es ist also kein fundiertes Wissen, aber ich kann mir das auch nicht anders erklären. Da fahre ich jetzt schon hier gegen diese Dinger. Und wenn du jetzt den Rückwärtsgang nicht reinkriegst, ne, dann drehe ich aber total sowas von am Rad. Das fehlte noch. Nicht wieder so ein Ärger. So. Ist die dritte, ne? Ist das die dritte Fuhre jetzt? Oder schon die vierte? Wenn ich quatsch, wenn ich mich so... Ja, warum ist das? Ich denke mal, wenn jetzt irgendwie das Spiel nicht so ganz hinterherkommt und soll aber 60 FPS machen, dann zeigt das Spiel zum Beispiel, ich mache mal ein einfaches Beispiel, jedes Bild viermal hintereinander. Das heißt also, ein Bild wird viermal gezeigt,
dann das nächste Bild viermal gezeigt, dann zeigt natürlich die FPS-Anzeige 60 FPS an. In Wirklichkeit habe ich nur ein Viertel davon, nämlich 15. Ja, so habe ich ein ruckeliges Bild, weil 15 FPS, da sieht man schon, dass das undeutlich ist, also unruhig ist. Ich kenne da zum Beispiel aus OMSI, wenn ich da auf meiner Julingen-Map mal so früher durch Kielfeld gefahren bin, das ist ja eine ganz alte Engine auch, dann gingen die FPS-Zahlen schon mal auch unter 20 bis an 15 oder 12 runter. Das war schon ein zittriges Bild, so, da merkt man das. Klar, gar keine Frage. Na? Aber sobald echte, also auch funktionierende FPS an die 30 gehen, ist das ruhig. Und jetzt hier, ich habe hier 30 FPS, ich sehe also nicht, dass das Bild irgendwie unruhig wäre oder flimmerig oder so. Gar nicht. So. Habe ich jetzt schön dieses stupide Hin- und Hergefahren ein bisschen zugesabbelt. Man muss auch bald mal tanken, den LKW, ne? So, die fahren wir noch. Dann noch eine? Ja, eine noch, ne? Vielleicht kaufen wir ja einen Trecker nachher. Und der kostet ja auch gut was. Ja, komm, hier nach machen wir noch eine. Aber was ich eben machen kann, ist gucken, wie weit ist der? Ah, die Hälfte. Gut, gut. Der ist auch nicht mehr lange, dann ist der fertig. So. Nicht den Motor starten, der läuft doch. Das zeigt dir irgendwie immer erstmal an, wenn man da auf dieses Fahrzeug wechselt. Sollte eigentlich ja so sein, dass er das nicht anzeigt, wenn denn der Motor ohnehin läuft, oder? Man kann das ja auch so einstellen hier im Landwirtschaftssimulator, dass der Motor automatisch startet, sobald man auf dieses Fahrzeug wechselt. Dann würde ich jedes Mal, wenn ich hier so durchklimper durch die Fahrzeuge, jedes Mal da die Zündung, na, das geht doch kaputt. So. Eine noch. Eine machen wir noch. Und dann gucke ich auch mal, wie viel ist noch drin. 5 mal 6, 300, da müssten dann noch 500 drin sein, ne? Also 1000 Liter. Ja, da kann man es doch sehen. Siehst du wohl? Dann haben wir doch schon 5 rausgeholt. Oder waren das über? Das waren 900? Ach, weiß ich nicht. Ist egal. Auf jeden Fall haben wir jetzt fast 4,5 Millionen auf der Uhr. Was ich gut finde. Denn ich denke mal, wenn ich einen Trecker kaufe, dann kaufe ich ein Monster. Und das wird gut kosten. Wir brauchen nicht mehr. Erst einmal, dass wir einen Trecker kaufen können, dass der Preis, das Geld keine Rolle spielt, so. Irgendwo, ne? Ach, das hätte ich doch in der Realität auch mal gerne. Ja, ich möchte was kaufen. Ja, was wollen Sie annehmen? Geld spielt keine Rolle. Den Satz mal mit Ernst sagen können, ist schon Luxus pur. Aber es sind die wenigsten, die das können. Geld spielt nun mal eine Rolle. Und zwar meistens die größte. So. Gut. Dann parke ich die Karre hier erstmal, weil ich ja wahrscheinlich demnächst noch mal ein bisschen weitermachen werde damit. Pfah. 4,6 Millionchen. Sollen wir Trecker kaufen gehen? Ich hätte ja Bock. Wir müssen Mist und Gülle und Gärreste ran schaffen, ne? Ich weiß gar nicht, wie viel Gärreste ich da habe in den Fermentersilo. Ja, übrigens auch vielen Dank an die Kommentare, die gekommen sind in den letzten, bei den letzten Folgen. Ich packe den jetzt mal hier, wo der möglichst nicht im Weg steht. Hier lasse ich die Karre stehen. So. Lasse ich mich vom Hiwi abholen. Vielen Dank für die Kommentare, die gekommen sind in den letzten Folgen. Da war jemand, der hat sich bedankt dafür. Wo will ich eigentlich hin? Dass ich mal den Tipp gegeben hat, wie man sich das Gras zu Heu machen kann. Einfach auf dem Hof streuen und dann mit dem Wender drüber, ne? Da hätte sich jemand einfach wirklich so einen Grastrockner gekauft. War ja gar nicht nötig. Kann man Geld mitsparen? Ja.
irgendwo eine gewisse, mit einer gewissen Logik. Warum sollte das nicht gehen? Ich habe das, glaube ich, irgendwann einfach mal ausprobiert. Und das war aber hier in der Staffel schon öfter zu sehen. Aber wenn da jemand später eingestiegen ist. So, der ist ja bald fertig. Zweimal noch hin und her. Gut. Wie weit ist eigentlich der Steinesammler? 84%, den warte ich eben ab. Dann machen wir Folgendes. Machen wir so. Wenn der fertig ist, hole ich dem die Steine raus. Und dann fahren wir die weg, die Steine, auch wenn die Karre noch nicht ganz voll ist. Der Kleine zieht das ja kaum. Und dann holen wir einen neuen Trecker und den verticke ich, den will ich nicht mehr. Ja. Ich wollte jetzt irgendwas gucken. Achso, lass mich doch mal hier ja, auf die Map gucken. Da ist noch und hier Baumwolle und Sorghum. Hier ist sonst nichts, ne? Gucken wir im Kalender. Sorghum hier ist, können wir ernten im August, nächsten Monat schon. Okay. Und die Baumwolle, die ist hier, das geht erst im Oktober. Alles klar, jetzt habe ich wieder einen Überblick. Wir wollten auf jeden Fall noch die steinabgesammelten Felder als nächstes auch mal düngen. Ne, bevor wir was säen, die düngen, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Wie weit ist er jetzt? 93, okay. Ach so, und dann muss ich mal gucken, dass wir den richtigen Trecker erwischen, mit der richtigen Gangschaltung. Aber ich glaube, da gibt es gar nicht so viele von, ne? Wenn das natürlich dann meine Auswahl so stark einschränkt, wird das auch wieder doof. Lass mich doch mal eben hier gucken, in meine Garage. Der hat ja eine tolle Schaltung. So, wo kann ich das am besten sehen? Getriebe? Nee, stufenlos. Das heißt also eigentlich, Automatik ist für mich eine manuelle Schaltung. Wenn ich manuelle Schaltung habe, ist das für mich hier an meiner Einstellung automatisch, das ist verdreht, ne? Also stufenlos sollte der haben. Kontrolle machen, wenn ich jetzt zum Beispiel den nehme, der mich ärgert, das wäre ja zum Beispiel unter anderem der hier. Last geschaltet heißt der. Okay. Gibt es da noch mehr Unterschiede? Warte mal, wo ist denn der Steier? Achso, da muss ich hier gucken. Da. Manuell. Das ist Kacker. Ist nämlich nicht manuell. Wenn manuell wäre, könnte ich ja ordentlich schalten. Manuell, manuell. Und das ist wieder anders. Tsss. Dann haben wir hier, das ist der farbige. Ne? Stufenlos ist richtig. Okay, weiß ich Bescheid. So, der ist inzwischen fertig. So. Da, ja, steht doch gut. Ja, der tut sich schon schwer, damit so ein bisschen Gewicht drin. Wenn wir den ganz voll machen, dann können wir den besser, glaube ich, dahin schieben. Deswegen ist das, glaube ich, ganz gut, wenn wir jetzt fahren. So. Liter Steine, 66%, das ist doch in Ordnung. Sollte ich vielleicht vorher schon mal da vorne das Gewicht abschmeißen? Schon mal nach vorne schalten, weil das muss ich ja nicht mitnehmen, ne? Wenn ich jetzt den Trecker vertick, weil ich ihn mag den nimmer. Und der hat den Tank voll. Ja, komm, wir sind so dekadent, das können wir uns erlauben. Steckt euch doch den Sprit irgendwo rein. Kanister oder wo auch immer. Boah, das muss ja brennen, ne? Aber egal jetzt, also so. Ab dafür. Ach. Das hat geklappt. Bitte noch einmal. Hier geht das eigentlich, ne? Also mit dieser manuellen Schaltung. Also ich verkaufe den ja jetzt nicht wegen der Gangschaltung. Ja, komm, auch wenn du kein Gewicht hast, das wirst du ja noch schaffen, ne? Vorderräder gleich hochgehen, dann wissen wir was. Da schaltet immer zwischendurch mal, ne? Wenn man mal genau guckt. Von ganz alleine. So, machen wir nochmal einen Antimoni-Innensicht.
wollte ich auch ansagen, für Leute, die vielleicht jetzt später hier bei der Staffel dazugestoßen sein sollten, kann ja sein, dass da jemand ist. Wenn das jemand macht, so, oh ja, ich gucke jetzt so seit ungefähr 10 Folgen oder so, gerne mal im Kommentar schreiben. Interessiert mich natürlich, finde ich spannend. Aber für die Informationen, es gibt Leute, die bei allen oder auch bei manchen Spielen so ein bisschen eine Schwierigkeiten haben, dass sie sich unwohl fühlen. Zum Beispiel, wenn ich hier in Innensicht bin, dass ihnen so ein bisschen schwindelig wird davon oder so. Ne? Und deswegen sage ich das an, wenn ich die Innensicht reinmache oder auch wieder rausmache, damit man die Möglichkeit hat, in dem Falle, wenn man sich da unwohl fühlt, einfach wegzugucken, neben den Bildschirm zu gucken und dann weiß man genau, wann man wieder hingucken kann, weil ich nämlich ansage, ich gehe wieder in Außensicht. So, sind wir nicht vorbeifahren. Außensicht jetzt. So. Und dann packen wir jetzt die Steinchen hier rein. Für unsere Kalkproduktion. 8000 Liter, ist doch was. Ist doch schon mal was. Wenn man diese Fabrik hier benutzt, kann man die Steine schlecht ausschalten, weil man die ja braucht, ne? Ich hatte ja damals gedacht, oh, machen wir Steine an oder aus, Steine sammeln ist so doof. Ich habe das angelassen, um jetzt nicht zu unrealistisch zu werden. Pass auf, den parken wir jetzt hier. So. Schmeiß ab das Ding. Da müssen wir aber erst... Jetzt macht er das. So. 27,7 Betriebsstunden hat er. Ja, die meisten davon ja per Helfer, ne? Ich müsste auch mal gucken, ob wir da vielleicht wieder Stoff haben, was wir in die Kleidungsfabrik bringen könnten, damit die da zu tun haben. Aber bei der Geschwindigkeit, wie ich die Zeitlauf einstehen habe, ach je, wird da nicht viel sein. Aber der Stoff liegt da aber, tatsächlich. Ah ja. Wenn die Schneiderei noch zu arbeiten hat. Guck mal, da hängt doch unser Anhänger für unsere... Ach, was haben wir denn hier? Das habe ich ja total vergessen. Was ist denn das? Mineraldünger. Ein kleines bisschen was an Mineraldünger. Da war, glaube ich, auch so eine Transportschwierigkeit, ne? Dass das irgendwie erst in Paletten wandeln musste, um das dann da verkaufen zu können. Oder irgendwo hatte ich da... Ich weiß das gar nicht mehr. Was war denn da los? Naja. Wie auch immer, jetzt verkaufen wir den mal ganz traditionell. Aber ich glaube, ich warte mit dem Verkauf. Falls ich irgendwie sage, ach, das gefällt mir alles nicht, dann habe ich den schon verkauft. Weil deswegen stelle ich den jetzt erstmal hier ab. Mudörge aus. Gehen wir mal rein hier und sagen, hier, Großtraktoren bitte mal zeigen. Was haben wir denn da so? Aber nicht hier, da haben wir ja nur den einen. Wir müssten dann schon da. Und hier sagen wir jetzt, Großtraktoren. Was gibt's denn da so? Ganz hinten gibt es hier so ein ekliges Ding. Der hat zwar diese komischen Ketten nicht, aber pff, teuer ist der gar nicht. Hier, die Firma, die hat mich... Nee. Ey, das ist ja ein Apparat, ne? Aber warum hat der so viele Räder, so ein breites Ungetüm? Das nervt mich irgendwo. Und da ist ja dieses Gelenk dazwischen, ne? Aber PS wahrscheinlich 100.000, ne? 429, 583 PS. Also PS brauche ich schon ordentlich was. Ach so, und dann 3 Punkt, ne? 3 Punkt, das ist für Reifen, Motorausführung. Gibt es auch noch verschiedene, guck mal. Haje, 638, 665, 685 PS, das ist der stärkste. Wenn, dann will ich das natürlich machen, ne? Dann sind wir bei knapp 400.000 geschenkt, oder? Das sind 3 Fuhren Saatgut. Was gibt's denn da noch? Der ist teurer hier. Das kenne ich auch gar nicht. Ich muss noch mal eben in die Halle gucken. Wir haben ja hier... Lass mir doch mal hier gucken. Das kann ich so nicht sehen, ne? Nicht verkaufen. Gottes Willen! Kann ich so nicht sehen. Aber 3 Punkte war doch das Richtige. Gucken wir nochmal hinten. Das ist doch eigentlich dasselbe. Nur ein anderer Hersteller, ne? Aber sonst tut sich doch da nicht viel, oder? Hat auch 3 Punkte. Motor, da steht nichts. Sieht aber so aus. Vorne ist nichts dran, oder?
Das ist immer so schwierig zu erkennen, was der kann und was der nicht kann, ne? Last geschaltet. Moment, da wollte ich ja drauf achten. Gottes Willen, ich muss einen Automatik haben. Aber ich glaube, Automatik gibt es bei der Größe gar nicht mehr. 40 fährt er nur. Das ist ein bisschen lahm, oder? Ich glaube nicht, dass das ist, was ich haben will. Wie schnell war der denn? Auch Last geschaltet? Der fährt noch langsamer. Ja, wenn man so viele Räder hat. So, den will ich gar nicht erst angucken hier. Was haben wir denn hier? Da müssen wir wohl irgendwann an die Ketten ran, ne? Der fährt nur 30. Stufenlos. Das ist natürlich schon ein Argument, ne? Motorausführung. Was kann er denn? 550, 605, 638, 682? Da. 682 PS, also der müsste alles können. Der fährt nur 30. Ach, und dann ist Last geschaltet? Guck mal. Aufpassen, das ändert sich. Stufenlos ist maximal 605. Ich glaube, da will ich auf ein paar PS verzichten, damit ich ordentlich schalten kann. Wie gesagt, das könnte aber auch eine Einstellungssache sein, dass man das eventuell einstellen kann. So, das ist der letzte mit ordentlichen Rädern, wie ich es mag. Das wäre ein Klaas. Was kann der denn? Hier steht erstmal stufenlos. Anbau, Kupplungs. Der macht automatisch Gewicht dran. Guck mal. 3 Punkte. Das würde ich natürlich so lassen. Zusatzgewicht. Ah. Aber wozu muss das sein? Nee. Das ist, wenn man was Schweres zieht. Das könnte, müsste man eventuell nachrüsten. Habe ich noch nie gesehen, ne? Design EU, US. Okay. Reifenvariante interessiert mich so wirklich nicht wirklich. So, dann gucken wir hier. Stufenlos 490 PS. Ich hätte schon ein bisschen, gerne ein bisschen mehr als 490. Die hatte immer noch stufenlos 530. 530, 490. Was ist denn das jetzt? 360, 390? Hä? So, jetzt gucken, was sich verändert. Hier, das ist so designmäßig, ne? Anniversary? Mach mal das. Ist doch eigentlich Wurst, oder? Ich glaube, 530, ich hätte ja ganz gerne schon über 600 PS. Das kriege ich hiermit aber nicht hin. Kostet ja so viel mehr? Pff, kaum. Da. 50 fährt er, das ist doch schon annehmbar. Ich glaube, der hat gewonnen hier. Kennzeichen. Was war das? 530, ne? Wie war das jetzt hier? Ich hab das schon wieder vergessen. 5, 3, 0. Strich P S Strich, Strich, Strich. So. Aha. Soll ich den kaufen? 439.000 Taler ist doch für mich ein Witz. Nicht mieten, kaufen. Na, irgendwas verändern. 3 Punkte ist in Ordnung. Zusatzgewicht brauchen wir. Design EU haben wir gelassen. Reifenvarianten interessieren mich jetzt nicht so wirklich. Da lasse ich eigentlich Standard. Das sieht auch ganz schick aus so. Na ja, komm, dann haben wir nochmal ein fettes Teil. Hat der auch ein Gelenk? Nee, ne? Das sieht nur so ein bisschen so aus. Der hat jetzt hier nicht so ein Gelenk drin. Weil das ist immer so ein bisschen ein komisches Fahrgefühl, finde ich. Na ja, komm. So. Weg ist die Kohle. Da steht das Ding. Und den hier, den verkaufen wir jetzt manuell. Das kann ich doch, glaube ich, machen. Warte mal, ich will mal eben was gucken. Ist das eigentlich ein Unterschied? Wenn ich jetzt sage, gib mir mal den mittelgroßen. Und wenn ich den jetzt verkaufen würde, wie viel gäbe es denn dafür? Da steht es doch. 64.000, ne? 64.000.
So, und wenn ich den jetzt da reinfahre, ein bisschen näher rücken hier, kann ich den nicht hier direkt verkaufen, dass es dann mehr gibt? Ich meine, da wäre mal sowas gewesen, ne? Jetzt hier reinfahre, so. So, aussteigen. Ah ja, guck. Gibt's mehr. Siehst du, wenn man das herbringt. Guck mal. Weg ist er. Oder was meinst du? Hast den gar nicht so gerne angekauft, ne? Du guckst so zerknautscht. Oh, jetzt haben wir die Scheiße wieder. Das war ja klar, dass der irgendwann wieder zurückgebracht wird. Ja. Bei so einem Radstand, boah, das nervte mich wirklich. Aber ich kenne auch viele, oder ich habe auch schon öfter mal gesehen, dass die da ganz scharf drauf sind und die Trecker von dem Hersteller kaufen. Vielleicht seid ihr in der Realität ja auch ein bisschen anders. So, wollen wir mal gucken hier. Ja, Tank ist auch voll. Wunderbar. Sound gefällt mir gut. Und ich kann ordentlich schalten, ne? Zack. Rückwärts. Ah ja. Ah ja. Jetzt haben wir nochmal eine ordentliche Kraftmaschine hier. Und der ist schneller. So, jetzt müssen wir aber nochmal Innensicht machen. Das ist ja klar, das muss ich ja sehen. Oh ja. Aber ich habe ja doch das Gefühl, dass der so ein Gelenk hat, ne? Gucken wir mal außen. Das sieht man, wenn man eine enge Kurve fährt. Ah ja, hier, diese Lenkung. Der hat kein Gelenk, aber der lenkt hinten so ein bisschen mit. Der hat hinten auch eine Lenkung drin. Gut, dann ist der Wendekreis ein bisschen enger. Das ist in Ordnung. Ist aber kein Gelenk. Ja, gut. Okay. So, ich denke mal, inzwischen können wir schon wieder Steine holen gehen, ne? Guck mal, ist jetzt Perlen vor die Säue, ne? Dieses lütte Ding hier ranzupuppeln. Gut. Und ordentlich schalten. Kann ich da eigentlich ein normales Gewicht dran packen vorne? Müsste, ne? Da hätte man eigentlich noch eins kaufen können. Ein richtig fettes Ding von Gewicht, aber das kann man ja immer noch nachholen. Glaube ich. Ja. Es gibt ja welche, die haben deutlich mehr PS noch mehr Power. Was waren wir auch über 700? Ich glaube, das höchste war so im oberen 600er Bereich, so 680 glaube ich sowas, ne? Und der hat, steht auf Nummernschild, 530, ne? Ja gut, der ist jetzt nicht ganz so stark, aber ich habe keine Ketten. Ich mag das nicht so gerne, mit den Ketten zu fahren. Ja, der steht schon, ne? Da müssen wir schon wieder aufsammeln. I'm on my way. So. Nur mal eben das Fahrzeug getauscht. Da kannst du gleich weitermachen. Ach ja. Da steht ein Stumpel? Nee, ich dachte erst, da steht ein Baumstumpf. Dabei war das die Lampe von dem Trecker. Ich dachte, da wäre ein Baumstumpf. Ich denke, das kann nicht sein. Den müsst ihr gemerkt haben. So, jetzt packe ich den hier hin. Und dann sind wir hier erstmal auch soweit klar. Und die Folge ist auch schon wieder durch. Ach, herrje. Naja, aber hier ist einiges zu tun. Und da ist noch was zu sammeln. Da hinten, das ganze Feld muss auch noch gesammelt werden. Ist doch so, oder? Ja, sicher. Der hat ja gerade erst... Ist ja gerade erst fertig. Mit dem Pflügen. So. Ja, den bringe ich jetzt zurück. Ich wasche das Ding hier und repariere das und so. Das mache ich aber zwischen den Folgen. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst mir ein Like da, schreibt Kommentare. Und ja, seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir dann hier weitermachen. Ich kümmere mich eben hier, dass der Flug runterkommt und sauber geputzt wird und solche Sachen. Bis dann, bye bye und tschüssi. A wise man once said, to forget how to dig the soil, tend the earth.
is to forget ourselves. Well, maybe some have. But a few of us still know. You gotta be willing to put in the time, make the sacrifices.